Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Wir sind auf unserem neuen Schiffchen und wir fangen jetzt an, das erstmal zu erkunden. Wir fangen vorne an bei Joker natürlich. Mal hier können wir erstmal untersuchen. Nämlich einen Codex-Eintrag, das habe ich mir fast gedacht. Ach ja, zum Thema Codex-Einträge dürft ihr euch auch gerne äußern, ob ich die vorlesen lassen soll. Oder doch nicht. Oder ob ihr da gewisse Codex-Einträge habt, wo Alles ihr im sagt, grünen okay, Bereich. wir brauchen das. Oder die ist recht wichtig. Das könnt ihr gerne mal reinschreiben. Oder wenn euch das auffällt. Weil ich werde sie jetzt erstmal Ich nicht habe mir überlegt, ein paar vorlesen Lavalampen lassen. aufzustellen. Weil ich Oder das bei Mass Effect Weihnachtsleuchten in 1 der auch nicht Stimmung. Was durchgezogen halten habe. Sie Und ich davon? werde es immer wieder vergessen. Und deswegen lasse ich es erstmal beiseite. So, Flugsteuerung. Wieder neuer Codex-Eintrag und Ladensteuerung. Man muss echt gut sein, um ein Schiff im Vakuum zu parken. Wer was anderes behauptet, lügt. Okay. Ja, Shepard? Ja, reden wir erstmal über Edi, ne? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Okay. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in Ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Ja, also vom Logischen her hat Edi eindeutig recht. Jetzt rede ich auch so, als wäre sie ein Mensch. Nee, es ist schon korrekt, die Reaktionszeit. Wir haben als Menschen eine gewisse Reaktionszeit und die ist sehr langsam. Allerdings glaube ich immer noch, dass Menschen etwas haben, ich kann es noch nicht so genau betiteln, die sozusagen Entscheidungen, also dazu führen, dass man Entscheidungen trifft, die vielleicht ungewöhnlich sind, die nicht logisch sind. Und ich glaube, das ist noch ganz, ganz wichtig. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Zugriffsbeschränkte Funktionen? Zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Okay. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Okay, hab ich mir schon fast gedacht, dass die auch blockiert ist. Und ich denke, die Struktur von Cerberus wird auch blockiert sein. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Okay, das hat sie uns doch erzählt.
Fragen wir mal nach, wie viele Zellen es gibt. Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Ja, gut. Hätte man sich auch denken können. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Okay. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Dann möchte ich jetzt... Kann man das öffnen? Ach, da kann man rausgucken, ne? Ja, wir wollen rausgucken. Joker! Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, Sie können einen aber echt runterziehen. Können wir nochmal mit Joker quatschen? Komm an. Ja. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Ich glaube, Miranda ist nicht so kritikfähig. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, der Rat hat uns nicht Steine in den Weg gelegt, aber war nicht so einfach. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Es ist schon traurig, wenn so eine Gruppe, so eine sehr gute Truppe auseinanderbricht, weil das Bindeglied, das waren wir ja jetzt als Commander Shepard, nicht mehr da ist. Aber das sieht man häufig, wenn, sag ich mal, die... Ja, das Bindeglied einer Gruppe wegfällt, dann zerbricht die meistens. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Also, sowas würde ich gar nicht sagen. Merken. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Okay, so, mit Joker haben wir schon gesprochen. Hier ist bestimmt die Dings, die Schleuse. Ach, irgendwas ist hier gerade aufgeploppt. War das Edi? Ja. Okay, dann geht's hier weiter. Können wir hier noch irgendwas anklicken oder mit irgendwem quatschen? Da geht's zur Waffenkammer.
Das ist unser privates Terminal. Da gucken wir gleich mal rein. Willkommen an Bord, Commander. Ah! Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Okay, Kelly. Noch etwas? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. So, schon mal ein neues Crewmitglied, was das Schiff angeht. Wir haben jetzt eine Assistentin sozusagen. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber Ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt? Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Ich glaube, psychologische Beratung an Bord zu haben, ist nicht verkehrt. Gerade wenn man so heftige Einsätze hat, kann das doch eine große Hilfe sein. Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Es klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ja. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Nein, das will ich gar nicht sagen. Wir können immer noch scheitern. Deswegen sage ich das auch nicht so. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. So, vorbildlich plus 2 und wir öffnen mal unser privates Terminal. Also, was haben wir denn? Also, Teamstatus wählen wir mal aus. Da haben wir Miranda, Info. Loyalität, normal, Fähigkeiten, Überlastung, Warp, Waffen, Maschinenpistolen, schwere Pistolen. Outfitwechsel. Ach so, ich habe anscheinend ein DLC. Ne, wir lassen mal die alte Miranda, oder? Das sieht irgendwie nicht so cool aus. Und dann haben wir noch Jacob. Der hat auch Loyalität normal. Fähigkeiten ziehen und Brandmunition. Und Waffe, schwere Pistole und Schrotflinte. Sehr sympathisch. Aber da gibt es kein alternatives Outfit. Okay. Dann Upgrades. Über Upgrades. Upgrades verbessern die Kräfte ihrer Gruppenmitglieder, ihre Waffen und ihr Schiff und machen den erfolgreichen Abschluss der Mission wahrscheinlicher. Sie können neue Upgrades bei Missionen finden, Geschäften kaufen oder sie mit einem Forschungsterminal erforschen. Ungelesene Nachrichten. Oh, das ist aber viel. Okay. Fangen wir mal an. Von Anderson. Also, falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich sie bitten, zu einem Gespräch auf der Citadel zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch sie haben wir jetzt das Sagen und es ist nur angebracht, dass sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Das gelesen markieren. Handel mit Said Massani vereinbart.
Der Unbekannte, Shepard. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Massani getroffen. Wir haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichtslos und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen. Projekt Feuergänger. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindung zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case, wird das so ausgesprochen, und Dr. Robert O'Loy an Bord der MSV Rosalie mit den Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Deona Elysta Ismergrenze gesehen. Absturzstelle der Normandy gefunden. Admiral Hackett, Commander Shepard. Unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy, ja, ich habe es richtig vorgelesen. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffs errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden. Gute Reise, Commander. Woher wissen die, dass wir leben? So, also, wir haben eine Sturmpanzerung, eine Terminuspanzerung, Kollektorengewehr und Panzerung, Umbravisor, Aufklärungskapuze, ganz viel. Ganz viel Panzerung, die wir auch schon gesehen haben. Die klicke ich jetzt mal alle durch. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Ist schön, dass alles hier ja nochmal einen Text bekommen hat. Aber da das nur aus Rüstung ist, überspringe ich das mal. Treffen mit Kazumi Goto, Shepard. Wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kazumi Goto auswendig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Zakera-Bezirk auf das Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Bitte geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um ein Treffen einzuleiten. So, das ist nochmal ein neues Gewehr. Okay, alles nur noch Ausrüstung. Ups. Dann haben wir das. Archivierte Nachrichten, da könnten wir alles nochmal nachlesen, wenn ihr das wollt. Und fortgeschrittene Kampfausbildung. Das sind, glaube ich, Tutorials. Okay. Dann haben wir das schon mal. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ins Tech-Labor. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Hier ist die Waffenkammer. Ach, hier steht, glaube ich, Jacob, ne? Steht er hier? Ja, da steht er. Mit dem möchte ich jetzt kein Gespräch beginnen. Das heißt, ich würde jetzt die Folge ein bisschen kürzer machen. In der nächsten Folge werden wir uns dann hier in der Waffenkammer umsehen, mit Jacob reden und dann noch weiter das Schiff erkunden. Also es könnte wirklich sein, dass wir jetzt so zwei Folgen noch damit verbringen, das Schiff anzugucken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie umfangreich das jetzt schon ist, aber ich will es natürlich erstmal in Ruhe für mich auch wieder erkunden.
damit ich irgendwann weiß, wo alles ist, hoffentlich. Und dann können wir uns den neuen Missionen widmen. Also hier an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.